Moin Moin, ich bin Malte von Handballhex und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, dich als Handballtrainer aufs nächste Level zu bringen. Und heute habe ich dir einen Spielzug vorbereitet, der sehr, sehr effektiv gegen eine 3-zu-1 Deckung ist. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ihr seht hier eine 3-zu-1 Deckung aufgebaut und wir spielen jetzt einen Spielzug mit einem Gegeneinläufer, um diese auszuhebeln. Der Kreisläufer wird dazu hier auf die linke Seite gestellt, ja, kann hier ungefähr beim Halbspieler positioniert werden. Und jetzt spielen wir den Ball einfach mal gerade ein bisschen durch. Ball geht auf Rückraummitte. Ball geht auf Rückraum links. So, jetzt wenn der Rückraum linke den Ball hat, seht es mir ein bisschen nach, wenn ich jetzt nicht immer alle Spieler komplett nachziehe von der Abwehr. Bei den wichtigen mache ich das, aber das ist ja sonst viel zu viel Klickerei. Wenn der Rückraum linke den Ball hat, kommt der links außen hoch, bietet sich an und bekommt hier den Ball vom Rückraum linken. Dann spielen wir eine leere Kreuzung. Rückraum links zieht sich hier zur Mitte und der Rückraum-Mittelmann kommt rum. So, und jetzt kommt der rechts außen eingelaufen. Und zwar so im Timing, dass wenn der Ball hier zum Rückraum-Mittelmann kommt und der jetzt gefährlich hier drauf zieht auf seinen Abwehrspieler und dann zur Mitte, dass im Timing der rechts außen dann hier ankommt. Ja, weil dieser hier geht einen Schritt nach vorne, der hinten Mitte Abwehrspieler hat in diesem Moment keinen festen und orientiert sich ein bisschen mehr hier auf den Rückraummittelmann. Und der halbe hier hat den normalen Kreisläufer. Das heißt, hier wird es Raum geben für den Außen, ja, im Optimalfall hinter dem hinten Mitte einzulaufen. Ja, wenn die Abstimmung und das Reinrufen von wegen, hier kommt ein Einläufer, nicht so gut funktioniert, im Optimalfall hinter ihm reinzulaufen und dann hier angespielt zu werden. Ja, oder wenn das mit der Abwehr klappt und die Abwehr gut reagiert und den Einläufer am besten verlangsamt und gut ansagt und der dann hier sich positioniert und direkt von dem hinten Mitte gedeckt ist. Ja, das heißt, wir binden ihn hier hinten und haben dann Platz für das 1 gegen 1 zur Mitte. Und dann das Abräumen auf die andere Seite, haben wir hier Platz geschaffen, weil er nicht hier mit aushelfen kann. Oder wenn der sowieso defensiver bleibt, dann kann es auch eine Möglichkeit sein, dass der Außen hier vor dem hinten Mitte hinterläuft, oder nicht hinterläuft, hier überläuft, den Ball hier angespielt bekommt, um ihn dann mit Tempo hierhin zu überlaufen. Oder halt, wenn er hier hoch einläuft und das gesagt wird, dass sich der halbe auch ein bisschen mit zurückzieht und die hier zusammen und dann der Platz zur Mitte ist. Ja, all das ist möglich und all das kann passieren. Ja, das heißt, wir möchten das, wir gehen noch hier nochmal zurück. Wir möchten das, wenn der Ball hier links außen bekommt den Ball, hier kommt rum, da ist der rechts außen schon gestartet einzulaufen und wenn der Rückraum Mitte, der rumgekommen ist, dann hier seine Bewegung drauf macht und torgefährlich wird, also die Aufmerksamkeit hier vom Halbspieler und auch vom hinten Mitte hat, ja, dass der Einläufer dann kommt und dann sind hier große Räume, ja, die der Außenspieler kreativ nutzen kann. Das heißt, wenn es jetzt wie gesagt ist, so wie hier gerade, dann ist hier Hinterplatz, den hier unten als Aufsetzer anzuspielen oder den Ball hier reinzulegen. Ja, und wir haben natürlich die Gegenbewegung hier. Das heißt, wenn er hier einläuft und der hinten Mitte dann mitgeht in die Seite nach rechts, haben wir hier die Gegenbewegung von ihm nach links, wo sich hier die Abwehr zusammenziehen muss. Und wenn der Ball dann rüberkommt, ja, dann haben wir die Abwehr erstmal in eine Bewegung nach rechts und jetzt muss sie dann in eine Bewegung nach links kommen. Viele weitere Übungen und Inhalte rund um den Handball findet ihr auf meiner Homepage www.handball-hex.de. Macht's gut, ciao!